Servus zusammen und herzlich willkommen zu Du bist genial. Du bist auch genial, ein Mensch, wunderbar von Gott gemacht, ihm zur Ehre und zum Ebenbild seiner Herrlichkeit. Und mir scheint gerade die Sonne wunderschön ins Gesicht und sicher noch nicht nur mir, sicher geht es auch anderen von euch so. Es ist ein wunderschöner Sommertag, alles ist grün, die Vögel zwitschern, die Grillen surren und trotzdem ist es ein trauriger Anlass. Und zwar ist vor 2 Tagen Philipp Mittenbecker von den Real Life Guys, ein YouTube-Kanal, viel zu früh gestorben. Und es hat viele schockiert und einige haben mich auch gefragt, wie ist es, wieso hat Gott ihn nicht geheilt? Wieso hat Gott nicht auch seine Macht gezeigt und hat Philipp gesund gemacht? Und wir wollen einfach mal kurz über dieses Thema reden, wieso Gott ihn nicht gesund gemacht hat. Da gibt es einige Hinweise in der Bibel, aber auch zum Beispiel von Ellen White, und das wollen wir uns mal anschauen. Ihr könnt auch gerne Bibeln aufschlagen, wie ihr wollt. Auf jeden Fall gibt es einen Hinweis von Paulus schon direkt. Paulus selber hat Menschen geheilt. Petrus hat auch Menschen geheilt. Jesus hat Menschen geheilt. Jesus hat Menschen geheilt und trotzdem wurde er umgebracht. Und er hat sogar Gott gebeten: Lieber Gott, bitte, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch vorüberziehen. Das heißt, lass es anders geschehen. Hilf, dass ich nicht sterben muss, so in der Art. Oder Paulus hat 3-mal deutlich zum Herrn gebeten: Lieber Gott, bitte, mach mich wieder gesund. Paulus war krank, wahrscheinlich war er irgendwie so halb blind oder hatte ein Problem mit seinen Augen. Und Gott hat ihn nicht gesund gemacht letztendlich. Also wir sehen schon, dass Gott das Gute für uns will. Gott möchte Gutes für uns. Also Jesus hat, als er auf der Erde war, fast alle Wunder waren einfach Heilungswunder. Gott möchte, dass wir gesund sind. Gott will, dass wir gesund sind und möchte das Gute für uns im Leben. Aber gleichzeitig gibt es Umstände, die dazu führen können, dass es nicht passiert. Und letztendlich ist er der Souverän. Und bei Paulus wird es deutlich, weil er selber Menschen geheilt hat und als er dann Gott gebeten hat, Gott hat ihn gesund geheilt. Ich meine, er ist gesteinigt worden und hat es überlebt. Er ist fast im Meer ertrunken, hat es überlebt und trotzdem wurde er nicht gesund gemacht von dieser Sache. Und der nächste Punkt ist auch, den wir beachten müssen, ist, dass Ellen White zum Beispiel, die sich auch sehr gut auskannte mit der Bibel, sie schreibt an einer Stelle, dass Gott nicht bereit ist, wenn wir die Gesetze der Natur, wenn wir da in ein Problem damit haben, dann wird er nicht dafür aufkommen, dass er uns dann davon gesund macht. Ja, also das ist jetzt nicht irgendwie, dass jemand was falsch macht oder so. Es geht mehr darum, dass wir tatsächlich stark die Gesetze der Natur, ich muss hier meinen Arm ein bisschen stützen mit dem Handy, dass wir die Gesetze der Natur, dass wir ihnen stark nicht folgen. Also wir haben jetzt mittlerweile ein sehr unnatürliches Leben, sehr viel Strahlung ausgesetzt. Die Nahrung ist sehr künstlich. Sehr viel künstliche Nahrung, die wir zu uns nehmen. Und es ist wissenschaftlich längst erwiesen, dass hochindustrialisierte Nahrung, also nur als Beispiel Fertigpizza, gerade alle Fertignahrung, aber auch Sachen wie Süßigkeiten, wenn man davon viel isst, dass das Krebsrisiko stark erhöht ist oder Softdrinks und so weiter. Diese Dinge. Und ja. Und tatsächlich ist es eben so, dass tatsächlich sehr viele Menschen an Krebs heute sterben, auch junge Menschen. Jeder zweite Deutsche bekommt Krebs. Also deine Chance, Krebs zu bekommen, ist 50%. Und deshalb muss massiv etwas am Lebensstil getan werden, um das Risiko zu minimieren. Und Gott kann schon gesund machen, aber meine Erfahrung ist, dass gerade bei Krebs, dass es sehr oft Gott keine Wunderheilung vollbringt. Vielleicht hat bei Mittenbecker Gott dann noch die 2-mal ihn geheilt, aber das 3. Mal nicht. Was können wir daraus lernen? Also wir lernen daraus, Gott ist der Souverän. Was er macht, ist gut. Und Philipp Mittenbecker ist jetzt sicherlich nicht im Himmel, das sagt die Bibel nicht. Die Bibel sagt, dass es erst nach der Wiederkunft die Auferstehung gibt. Also das haben einige ein bisschen falsch geschrieben dann nach seinem Tod. Aber er ist jetzt sicherlich in Frieden. Und da er fest an Gott geglaubt hat, ist es ziemlich sicher, dass er auch dann im Himmel sein wird und ist tatsächlich ein viel besserer Ort als hier. Zum anderen sagt es aber auch, dass Gott uns in vielerlei Fällen auch die Folgen unserer oder der Handlung anderer Menschen und gerade von Sünde, Problemen und unnatürlicher Handlungsweise nicht wegnimmt. So traurig es auch klingt. Und ja, das wäre die Aufforderung, meinem Kanal zu folgen. Jeder Mensch kann Krebs bekommen, aber ihr könnt eure Wahrscheinlichkeit stark reduzieren, Krebs zu bekommen. Und das sind eben diese genannten Dinge, dass man versucht, natürlich zu leben,
dass man die natürlichen Heilmittel anwendet. Er hat dann immer wieder in seinem Video betont, dass er nicht so glaubt an die natürlichen Heilmittel, denn er hat es schon mal probiert und es hat nicht geklappt. Aber wisst ihr, es ist ja auch so, man weiß natürlich nicht, ob er gesund werden könnte. Aber klar ist, wir müssen unsere Wahrscheinlichkeit reduzieren und wir müssen etwas tun, denn die Wahrscheinlichkeit ist viel zu hoch. Die wahre Seuche ist nicht Corona oder sowas, sondern Krebs. Und deine Chance ist 50%, die kannst du reduzieren mit bestimmten Handlungen. Und viele Dinge sind einfach, die deine Abwehr stimulieren. Deine Abwehr kämpft jeden Tag gegen Krebszellen. Man hat mal errechnet, dass jeder Mensch etwa 100 Krebsausbrüche im Durchschnitt pro Tag hat, also Krebszellen, die dann vernichtet werden. Und nur deine Abwehr kann dich davor schützen. Also musst du deine Abwehr stimulieren. Und das ist eine vielfältige Kombination, vor allem Ernährung. Ernährung ist das Wichtigste. Antikarzinogene Ernährung, ganz wichtig. Viel Knoblauch, Zwiebeln, viele ätherische Öle, die in Knoblauch, Zwiebeln drin sind oder Ingwer. Sehr wenig Fertignahrung, am besten gar keine. Möglichst pflanzlich und nicht tierisch und ganz besonders Mangel. Mangel ist ein großes Problem und auch eine Ursache für Krebs. Wir haben alle massive Mangel, Vitamin D Mangel, Vitamin B12 Mangel haben ganz viele Leute und noch viele andere, die mir gerade nicht einfallen, Mängelarten, die wir alle haben. Also nehmt Nahrungsergänzungsmittel, ernährt euch pflanzlich und natürlich. Wasseranwendungen stimulieren die, kaltes Wasser stimuliert den Körper wie kaum etwas anderes. Also das kann ich noch sehr empfehlen. Und ja, da gibt es noch viele andere Dinge. Also die natürlichen Heilmittel sollte man nicht verachten. Und die Moral von der Geschichte jetzt mit Philipp Mittenberger ist auf jeden Fall, dass das Wichtigste im Leben ist, dass wir uns für Gott entscheiden, so wie er gemacht hat, dass wir das ewige Leben haben. Und das irdische Leben ist nichts im Vergleich. Und dass es jeden treffen kann. Jeder kann Krebs bekommen. Aber die Moral ist auch, dass Gott die Folgen der degenerierten Natur, die wir um uns sehen, der vielen Strahlung und der schlechten Nahrung, und die Folgen auch von unserem Lebensstil uns nicht immer wegnimmt, auch wenn wir uns das gerne wünschen würden. Und was wir daraus lernen sollten, ist einerseits, dass wir Gott lieben, dass wir ihm vertrauen, weil er so gut ist, und andererseits, dass wir versuchen, seine Gebote, die nicht nur die 10 Gebote sind, sondern auch die Gebote der Natur, gut zu halten. Es ist uns auch irgendwie, ist es mir auch eine Lehre. Und natürlich, dass wir uns gegenseitig helfen und lieben. Und es gibt noch viele Dinge, die man dazu äußern könnte. Das war einfach mal spontan. Wollte ich ein Video zu dem Thema machen. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Sicher nicht erschöpfend. Zu dem Thema gibt es noch viele Antworten. Aber ich wollte mal diesen Gedanken einfach reinbringen, weil ich den jetzt noch nicht so oft von anderen gehört habe. Abonniert auch gerne den Kanal, wenn ihr weiter antikarzinogene Videos schauen wollt. Und ja, übrigens wollen wir bald auch ein Buch übersetzen zu dem Thema natürliche Heilmethoden gegen Krebs. Deswegen bleibt dran und ja, wie immer, möge der Herr euch behüten und segnen, möge der Herr sein Angesicht leuchten lassen über euch, euch Gnade geben und möge der Herr sein Angesicht heben über euch und euch Frieden geben. Wiederschauen.